Das war unser musikalisches Opening heute von New Triumvirat in RockPop. RockPop ist übrigens eine Serie, die das ZDF dieses Jahr 10-mal ausstrahlen wird. Und wir hoffen natürlich, damit alle Rock- und Pop-Fans ansprechen zu können. Einige von Ihnen werden sich jetzt vielleicht fragen, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Rock- und Popmusik? Ich versuche Ihnen das mal in einem Satz zu erklären. Rock ist eine Sammelbezeichnung für all die Musikrichtungen, die sich entwickelt haben nach dem Rock'n'Roll, also nach 1957. Und Pop ist eine Abkürzung für populäre Musik, für die Musik, die Sie auch in den Charts und Hitlisten finden. Ich habe Sie vorhin mit einer Reihe von Neuigkeiten überrascht. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir ab sofort mit allen Gewohnheiten brechen werden. Gemeinhin waren Sie es gewohnt, einmal im Monat, am Samstag um 19.30 Uhr mitzuklatschen. Und einmal dürfen Sie es noch, und das ist jetzt. Queen hat uns eine musikalische Visitenkarte geschickt aus den Vereinigten Staaten. Und ich darf Ihnen schon sagen, wir hoffen darauf, dieses Jahr diese Gruppe noch einmal live zu Gast zu haben, hier in München bei der Aufzeichnung von RockPop. Und jetzt bitte angeschnallt, denn Queen startet durch. Das war also Queen mit We Will Rock You. Manche Moderatoren haben sich immer fast entschuldigt, wenn sie deutschen Rock, ein bisschen abfällig genannt, auch Krautrock, in ihrem Programm ansagen mussten. Und bei RockPop ist das ganz bestimmt anders, das kann ich Ihnen versprechen. RockPop ist eine Sendung, wo deutsche Rockmusik vorkommen wird. Sozusagen hat der deutsche Rock bei uns ein Abonnement auf reservierte Plätze. So haben wir auch heute eine Gruppe zu Gast aus Deutschland, Helmut Hattler und Baseball. Helmut Hattler hat vor einiger Zeit den Bass bedient bei der Gruppe Kran, hat sich selbstständig gemacht, arbeitet solo. Und wir hören von ihm Pinguins on Broadway.